Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkey. Das ist das die DAX-Analyse für den Mittwoch, den 4.8.2021. Und ja, hier war ein bisschen Nasepuppeln angesagt zum Dienstag. Wir hatten gesagt, dass unser DAX wahrscheinlich mit Aufwärtsgap reinkommt. Bestenfalls hier so um die 5,80 rum sich dann nochmal eintreten. Tieferes Tief bestimmt auch noch macht als zum Dienstag. Und dann wäre eben wichtig, ob er zum Nachmittag dann eben hier auch unten rausgedrückt wird oder eben nicht. Und ich denke, es war für alle erkennbar, wir haben das Aufwärtskipp bekommen, wir haben das tiefere Tief unter dem Montag bekommen, aber eben raus ist er noch nicht gegangen halt, ne? Hat die erstmal wieder ein bisschen zurückgezogen, ein bisschen einfach in die Seite getreten in seiner Range, und damit gestartet man eigentlich zum Mittwoch wieder mit absolut unveränderter Situation in den Markt rein. Wir haben die gleiche Chartlage wie den Tag davor. Wir haben den Trigger unten, wir haben den Trigger oben. Beide sind dann nicht umgeschlagen. Am Markt ist da daher eher neutral zu werten in dem Moment. Wir hatten gestern ein bisschen drüber gesprochen, was er machen müsste, um unten rauszukommen. Das passt sozusagen noch. Tagesschluss ist mir jetzt hier 30 Punkte zu hoch, aber da wollen wir nicht christlicher als Papst sein hier. Perfekt wäre es natürlich gewesen, wenn er unter 500 gemacht hätte, so 495. Das hat man auch so in unserem Update geschrieben, aber dann hat er genau dort sein Tagestief markiert und nicht den Tagesschluss. Das hat er wahrscheinlich unser Update falsch gelesen, der DAX. Genau, nee, das hatte ich nur beschrieben, dass wir den erstmal, solange der hier nur zur Seite eiert, das ist vollkommen okay, das ist neutral, das ist ja die Vortagesrange auch gewesen, die Vorabendrange vielmehr. Ist vollkommen okay und schön wäre es gewesen natürlich, klar, wenn da unten rausgeht, dann hätte es am Mittwoch leichteres Spiel gehabt. So wird es jetzt wieder ein bisschen wackeliger für die meisten halt, ne? Und man merkt es schon. Auch jetzt, wo der wieder so hochgegangen ist, haben schon manche wieder geschrieben, wie als wäre der hier 500 Punkte gestiegen. So viel war es dann gar nicht. Der hätte einfach bloß, ist einfach neutral zur Seite gelaufen halt, ne? Hoch, runter, hoch, runter. Das ist jetzt nicht unbedingt ein krass bullischer Tag, und manche haben da schon wieder so gefühlt die halbe Flinte ins Korn geworfen, weil er jetzt so stark zurückgekommen ist. Das empfand ich nicht so. Deute aber aus dem Verhalten, dass da ganz schön viele Short reingeflackt haben und nicht rausgekommen sind. Und wahrscheinlich eher mit größeren Positionen, sodass die noch nicht raus oder dass das da entsprechend wehtat und dazu geführt hat, dass die nicht das falsch wahrgenommen haben, aber so über. Wie, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll halt, ne? Also das ist ja schon irgendwo eine Überreaktion halt, ne? Wenn man den Markt als was bewertet, was gar nicht passiert halt, ne? Und sagt, boah, krass, wie das wieder alles hochgekauft wird. Ja, und am Ende ist er eigentlich nur gefallen und wieder zurück. Er ist einfach nur seitwärts gelaufen halt, ne? Das ist ja kein bullisches Signal, das ist auch kein bärisches Signal. Das ist kein Punktsieg für die Käufer und es ist auch keiner für die Verkäufer halt, ne? Das ist einfach, ja, 10 Punkte über Tageseröffnung geschlossen. Das ist nicht unbedingt so die Heldentat. So, also von daher würde ich denken, dass er vielleicht hier noch ein bisschen erstmal was bereinigt, was er sich jetzt hier aufgesammelt hat zum Dienstag. Dass er da ein bisschen was bereinigt und hier vielleicht doch nochmal ein bisschen höher steht, so 6,30, 6,40, das würde ganz gut passen. Das wäre jetzt hier nochmal an die Linie dran und sollte sich von dort wieder runterstoßen, wäre natürlich der Bereich um 15,65, 15,55 ganz interessant nochmal von oben kommt. Und wenn der tiefer geht, natürlich auch wieder die 15,15. Und dann bleibt es nach wie vor, wir müssen hier unten raus, auch per Stundenschluss, ne? Das reicht ja nicht bloß einmal kurz durchstechen. Wie hier oder wie hier, das reicht nicht, das reicht einfach nicht. Ja, das ist so wirklich nachhaltig rausgehen. Und wenn es ihm dann auch gelingt, in Rückläufen die Ausbruchsniveaus zu verteidigen, dann kann man in Richtung des Ausbruchs immer weiter handeln halt, ne? Dann hat man auch ein bisschen Überraschungsmomentum auf der Seite. Dann fallen einem hier oben Longs leichter, dann fallen einem hier unten Shorts leichter. Das geht viel leichter von der Hand, wenn man denn dann überhaupt mit der Bewegung tradet. Ja, instinktiv neigen viele Anfänger dazu, eher dann dagegen zu agieren halt, ne? Dann steigt es richtig schön und die hacken einen Short nach dem anderen dagegen. Oder eben das fällt richtig schön und plötzlich steht das ganze Depot voll mit Long-Positionen. Ja, das ist so typisches Privatanlegerverhalten, Anfängerverhalten eher mehr, aber Anfänger in Anführungsstrichen, weil es gibt auch viele erfahrenere Trader, die jahrzehntelang damit Verlust traden, einfach weil sie da nie was anpassen halt, ne? Immer wieder die Fehler woanders suchen, beim Analysten, bei der Notenbank, bei, keine Ahnung, Trump, Merkel, wer nicht alles gerade irgendwie zur Verfügung steht, und wenn es das Schiff im Hafen irgendwo ist, was festliegt und querliegt, aber sei es drum. Ihr kennt das alle, da haben wir oft genug drüber gesprochen. Also, momentan neutrale Chartlage, wir brauchen Ausbruch oben oder unten, beides liegt noch nicht vor. Zum Mittwoch könnte ich mir vorstellen, einmal kurz hier oben ranzuschnüffeln, dann wieder zurückzulaufen, gegebenenfalls sogar bis zu 15, solange er nicht unten runterbricht.
Gibt es aber noch kein Go, solange oben nicht rausbricht, auch dort nicht. Ja, sollte sich zum Mittwoch jetzt hier runterlegen können an die 15 und vielleicht einen Tagesschuss unter die 500 hinkriegen, würde das auch für den Donnerstag die Karten ganz gut stimmen, dass wir vielleicht zum Donnerstag dann auch mal nochmal 1, 2 Marken nach unten rutschen können, um uns gegebenenfalls dann auch bis zum Freitag eben da den unteren anzunehmen. Wir haben ja gesagt, dass er sich dafür durchaus ein paar Tage Zeit nehmen kann. Das ist vollkommen okay alles. Ja, das Einzige, was er halt vermeiden sollte, wäre jetzt höhere Hochs über 700 zu schlagen. Ja, also dann geht wirklich da oben ein bisschen die grüne Alarmleuchte an, weil das ist dann einfach ein Kaufsignal. Und im Zweifel setzt er dann so eine Aufwärtsbewegung hier nochmal dran. Ja, die wäre dann allerdings hier schon losgelaufen, ja, und würde dann entsprechende Kursziele haben. In der Ausprägung als Dreieck wertet. Ja, weil das wäre mit dem Hoch nicht ganz richtig. Das war das letzte Hoch. Ja, kennt er aber. Ne? Also kommt auch bloß wieder auf 16,40. Für 16,022 wäre dann so Zielbereich. Der zweite. Der erste liegt im Bereich um 87 bis 800. Aber wir brauchen wir eben auch oben raus. Ne? Solange das noch nicht ist, hier erstmal weiter seitwärts. Wie gesagt, deswegen da kurz ran und runter. Das würde eigentlich am besten auf die letzten Tage passen. Und dann brauche ich auch nicht mehr viel rumquatschen. Das ist alles Wesentliche, was es hier zu berichten gibt. Und alles Wesentliche, was es auch zu beachten gibt. Und von daher machen wir hier einfach aus, halten das kurz. Wünsche ich euch viel Erfolg am Mittwoch. Gutes Gelingen. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.